Willkommen zur neuen Serie NRW, Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen wird ja ein bisschen in euren Kreisen niedergemäht. NRW ist, ne? Brauche ich gar nicht wiederholen, was ihr alles über NRW sagt. Ich werde euch jetzt mal 60 Jahre Lebenserfahrung, 40 Jahre Berufserfahrung, in diesen 40 Jahren Selbstständigkeit, Unternehmer. Ich gehöre zu den Medien, ihr wisst, wer ich bin. Ich werde mich vorstellen und ich werde euch auch alles vorstellen, welche Schauspieler hier zugegen waren und was wir alles gemacht haben. Hier in NRW, mein NRW, unser NRW. Zuerst an alle, die dieses Video sehen, durch Zufall oder weil sie mich kennen oder weil sie Kunden, an alle meine Kunden, ihr wisst, wir sind NRW. Ich habe zugehört, ihr habt gefragt und hiermit mache ich es. Wie ich es machen werde, weiß ich noch nicht. Das ist ein Ich. Ich bin NRW, Nordrhein-Westfalen. Ich werde nicht zum WDR, ich werde auch nicht mit dem WDR zusammen. Ich werde aber erklären, 60 Jahre Lebenserfahrung und 40 Jahre Berufserfahrung. In den 40 Jahren waren noch 30 Jahre angestellt. So, 10 Jahre, weit über 10 Jahre bin ich jetzt nur noch selbstständig. Weit über 10 Jahre nur noch hier als Studio, als Fernsehen. WebTV seit 1995. Seit 1995 WebTV, UPromTV, du bist TV. 6,8 Millionen Zuschauer damals. Damals war alles anders. Ja, damals war alles anders. Aber so anders auch wieder nicht. Wir haben 70 Jahre. 70 Jahre haben wir NRW gefeiert. 70 Jahre ist NRW nun verheiratet durch die Briten, durch Operation Mirage. Operation Mirage war eine englische Sache, die hatten Schiss vor dem Russen, richtig, die hatten also Angst, dass Nordrhein-Westfalen kommunistisch wird. Dann sind wir auch beim Kernthema, ich reiß das mal eben kurz an, also ein Faschist bzw. ein Nazi, ein echter, waschechter Nazi ist an sich eine Person, die den Kommunismus überhaupt nicht mag und auch keine Demokratie. Hm? So, keine Demokratie und kein. Und dann, haben wir alles hinter uns. Worauf ich hinaus möchte, ist an sich, also als Kernstück meiner Reportage über NRW, wird sein, dass hier keiner, wirklich keiner, so richtig Nazi ist. Wir sind weltoffen. Nordrhein-Westfalen ist leider Multikulti geworden. Und deswegen bin ich ein absoluter Gegner gegen Bündnis 90 und ich bin ein absoluter Gegner gegen Grün. Wählen kann ich leider nicht, weil CSU ist nicht wählbar. Dieses Video und die Idee, die zu diesem Video führte, ist durch diese Kunden, die tagtäglich hier, wir hatten auch gerade wieder ein wunderbares Gespräch, weil die Kunden überwiegend ein Alter haben, wo man sich schon ja, Sorgen macht, wie geht es zu Ende, wie wird das Ende ausschauen und wenn das Ende kommt, wie wird es sein, ja. Haben also ihr Alter 60, 70, 80, 90. Also hier verkehrt ab 50 aufwärts und natürlich international. Wir sind Industrie 4.0. Wir haben hypothetisch 7,4 Milliarden Kunden, hypothetisch, online. Wir haben natürlich tagtäglich 10 bis 100 Kunden, täglich. Und wir haben tagtäglich 10 bis 100 verschiedene Sachen. Total und recht herzlich sind alle willkommen. Nur die Extremen nicht. Die Extremen, sagt das Wort schon, in jeglicher Form. Ich hatte gerade Italiener hier, die aus dem Urlaub wiederkamen und erzählten, was so in Italien abgeht. Dann hatte ich hier welche aus Frankreich, die erzählten, was da so abgeht. Ich kann also bestätigen dessen, was wir tagtäglich im Video sehen, beziehungsweise im Internet sehen. Oh ja, Calais und so weiter. Andalusien, oha. Und so weiter. Ja, und dann haben wir natürlich ganz viele Chinesen hier. China, aus Korea, aus Japaner. Ah, herrlich. In dem Moment muss man immer switchen. Man muss dann mit ihnen Englisch sprechen, weil diese Sprache kann ich auf keinen Fall. Ich kann auch diese Schreiber, das geht nicht. Ist klar, aber Englisch können die, perfekt. Eine wunderbare Gesellschaft, unheimlich freundlich. Es macht unheimlich viel Spaß. Es, ja, die sind irgendwie lustig unterwegs, macht also richtig viel Spaß. Also die genannten gerade, deswegen habe ich vielleicht auch gute Laune, kann ja sein, dass ich deswegen gute Laune habe, weil
Italien, Frankreich, Deutsch und China waren gerade hier. Und es hat gerade vor, ja, hat Spaß gemacht. Also hier NRW ist ein buntes Volk. Worum geht es mir in diesem Video? Worum geht es mir überhaupt, dass ich jetzt hier anfange im Studio selbst? Ich bin jetzt hier im Schneideraum. Dort hinten hinter der Tür ist der Green and Blue Room und Fotostudio und Filmstudio. Also, dieses Jahr arbeiten wir nicht für Filmpool und wir arbeiten auch nicht für Komparsen.de. Dieses Jahr, 2016, zurückgezogen wegen dem Schock. 2015, 5. September, unvergessen, Til Schweiger. Til Schweiger hat da vom Leder gezogen, hat viel Geld abgezogen, hat in Türkei gedreht, Tatort. Und 2016, naja, okay, 2016 haben wir jetzt, September, den 5. September, ein Jahr ist in Land gezogen und wir wissen Bescheid, muss ich nicht wiederholen. Aber was ich gerne wiederhole, ist NRW. Schwarz wird bunt, 70 Jahre NRW. Gut, wie gesagt, ich habe einen Scherz gemacht mit Hannelore Kraft. Ich habe Hannelore Kraft gefragt, wie sieht es denn aus, wenn wir verheiratet wurden, britisch, dann noch geheim, sind wir dann im Jahre 2019 nicht im Brexit. Sie war ruhig, sie hat geschmunzelt und hat mir dann dieses Buch gegeben. So. Wir gehören ja noch zur West Side Story. Wisst ihr was? Nein, nicht die West Side Story der 50er Jahre. War auch schön. Nee, nee. West Side Stories. West Side Stories ist NRW, wie NRW war. Jedenfalls hier. Wir sind hier in der Kulturhauptstadt 2010, die auch ein eigenes Lied bekommen hat und die A40 so richtig verbunt wurde. Also sie wurde bunter. Wir hatten sogar einen ganzen Tag gesperrt. Die A40, man konnte darauf spazieren gehen, im Jahre 2010. Was die hohen Herren, auch WDR und wie die alle heißen, zeigen, ist Zeche Zollverein. Meine lieben Freunde, Zeche Zollverein ist nicht die Stadt Essen. So. Die Stadt Essen ist, ich habe gerade noch mit der italienischen Fraktion gesprochen, nix. Also die Italiener sind hier abends, wollten sie irgendwo sich hinsetzen, weil es ist ja wunderschönes Wetter. Es macht ja Spaß in irgendeinem. Aber gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt keinen Garten, also die Firma, wo sie rein wollten, die war geschlossen. Verzeiht den Krach, ich habe die Eingangstür auf. Jeder Kunde kommt rein, ihr kennt das. Ich schalte dann aus, wenn Kunden reinkommen. Aber ich habe auch gerade Glück, weil es so wunderschön warm ist. Heute Morgen waren ja schon reichlich da. So, jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit und deswegen mache ich das. Also ihr seid immer noch beim Copyhaus, Medienhaus etc. Ich bin immer noch Aviamovie, freie Medien. Und ich denke mir, ab dem 5. September 2016 NRW, mein NRW als Film, als YouTube-Kanal aus. Ihr seid total recht herzlich willkommen beim YouTube-Kanal. Ihr seid beim Sondersender NRW TV, bei Facebook seid ihr herzlich willkommen. Und ihr seid natürlich, ihr seht schon da den Stormtrooper, den Sturmtruppler. Mittlerweile sprechen wir ja wieder Deutsch. Sturmtruppler. Also der Sturmtruppler, der Stormtrooper gehört zur Serie Sammelfiguren TV. Sammelfiguren TV und hier R2D2 und 3CPO. Ne? Ja, also wie gesagt, mein NRW stelle ich euch vor. Mal sehen, vielleicht sage ich auch nur NRW, kommt drauf an. An alle 12 bis 25 und an alle 15 bis 45, meine lieben Freunde. Dieses Video ist an sich ab 50, 60, 70, 80, 90. Also ab 50 aufwärts. Also an sich nichts für euch ab 12, nichts für euch ab 15. Weil ihr seid eine andere Fraktion, ihr seid eine andere Gilde und ihr habt etwas gegen alte Menschen. Ja, alte Menschen haben 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre Lebenserfahrung. Ja, die spielen nicht mit der Elektronik. Sie hausen nicht. Grüß dich, Hallöchen. Kunde reinkommen. Ja, geh ran, es sind viele Kunden da. Deswegen habe ich natürlich jetzt viele Stunden. Ihr seht es da oben an den Uhrzeiger. Die Kamera nicht angehabt. Ihr seid total recht herzlich willkommen bei NRW, Nordrhein-Westfalen. Ich habe das Buch gerade zur Seite gelegt. Genau. NRW, schwarz wird bunt. Weil es so bunt geworden hier, das NRW, dass ich sagen muss, wirklich. Wählt nicht Bündnis 90 und wählt nicht die Grünen. Denn Unkraut wächst so dermaßen, dieses Unkraut bekommt ihr wirklich nirgendwo mehr raus. Politisch, persönlich
bin ich nicht. Politisch persönlich ist auch der Sender nicht. Wir haben mit Politik nichts am Hut. Politik ist uns an sich total egal. Persönlich würde ich sehr gerne, wie die Kunden auch. Zuerst habe ich gestutzt, aber die Kunden haben es wirklich gesagt. Die Kunden würden wirklich die CSU als Alternative wählen wollen. Die sind Deutsche, also noch einmal. Nazis sind Menschen, die den Kommunismus nicht mögen, absolut nicht. Und Demokratie auch nicht. So, aber schauen wir uns doch mal um. Wir sind so Multikulti, wir sind so dermaßen, hallo, wo sollen denn die ganzen Nazis sein, die man da tagtäglich bei Facebook liest? Hallo, kommt mal runter da. Ich weiß, also 60 Jahre Lebenserfahrung, weit über 40 Jahre Berufserfahrung in der Selbstständigkeit, Unternehmen führend und so weiter, dazu noch 30 Jahre als Angestellter. Meine lieben Freunde, 60 Jahre Lebenserfahrung und weit über 40 Jahre berufliche Erfahrung. Sollte man nicht einfach mal so wegschmeißen. Dieses Video sehen überwiegend 12 bis 25 und 15 bis 45 an sich. Dürften wir ab 60 aufwärts gar keine Videos mehr machen. Vor allen Dingen nicht zum besseren Verständnis. Weil solche Videos werden sofort angegriffen. Man wird sofort beleidigt. Aber durch 60 Jahre und 40 Jahre Beruf sind wir etwas abgehärtet. Oh, mein Video zu Ende. Schau mal, wir sind es gewohnt. Lang ist her. Wir sind weder ein Troll geworden, wir waren weder ein Troll. Sehr viel zu tun. Und wir denken uns das jetzt aus. Okay, West Side Story. Wir denken uns das aus, die West Side Story, NRW. Wir reden über NRW. Schwarz wird bunt, zeigen wir euch. Ja, also wie gesagt, Politik, nächstes Jahr, 2015 geht's wieder los. Ja, ist mal richtig was los. Ne? Ja, jetzt ist hier Luft raus. Ihr seht die Uhrzeit, heute Morgen angefangen, diesen Videoclip auf den Weg zu bringen. Themen auch wirklich heute durchdiskutiert, waren viele Kunden da aus allen Nationen. Es verändert sich. Es verändert sich sehr viel. Die Frage lautet nur, ist diese Veränderung auch wirklich gut? Für uns alle. Jeder sollte mal drüber nachdenken. Hotel Europa. Jeder ist dort der Eigentümer. Und jeder sollte mal drüber nachdenken, wer zieht eigentlich ein in Europa? Warum wurde Geld gedruckt für Deutschland? D-Mark wurde gedruckt im letzten Jahr, LKW-weise nach Deutschland gebracht. Frankreich will unbedingt eine Mauer bauen. Wenn man sich das Ganze ansieht, was ist Asyl? Das, was da zu sehen ist, besonders hier bei Facebook, ist das Asyl? Ist das Asyl? Also, in Frankreich tobt der Mob. Ja, der Mob tobt. Darum die Frage, ist das Asyl? Tja, Politik wissen wir. Wird ein bisschen übertrieben, das Ganze. Das wissen wir auch. Ja, worüber soll man eigentlich reden? Wir über 50, 60 sind ein bisschen im Fragezeichen-Modus. Die 12 bis 25 hier erzählen uns tagtäglich, wo es lang geht, komischerweise. Und die New Generation ab 15, 45 ist der Meinung, sie müsste uns die Welt erklären. Mhm. Was ist Humanität? Sagt man zu denen, dass der 2:4 Vertrag an sehr vielem schuld ist, dass die Simulation BRD auch vieles schuld, dass die Politik an sich auch schuld. Dann schauen die einen an, wovon spricht er, weil von uns Alten will keiner was hören. Die Wahrheit schon mal gar nicht. Wir aber im Alter zwischen 12 und 45 haben uns sehr gerne mit dem Alter unterhalten. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Nur das Alter fliegt raus. Die Altenheime werden auch verschärft. Die Altersgruppen werden verschärft. Also das Alter wird nicht lustig. Altersarmut? Ja. Altersarbeitsgrenze. Ja, mit 70 soll man das hier noch machen, aber mit 70 soll man den Mund halten. Mit 70 soll man nicht vor die Kamera treten, mit 70 soll man nicht die Wahrheit sagen. Mit 60 fängt es ja jetzt schon an.
ab 50 aufwärts bis 90 haben wir nichts mehr zu sagen. Und da fangen wir jetzt langsam mal an mit der ersten Rebellion. Mal schauen, ob wir die nicht durchziehen können. Zuerst sagen wir Bündnis 90, nein danke. Die Grünen, nein danke. Unkraut, weiß jeder, kommt aus allen Ritzen und kriegst du nicht raus. Und Unkraut in Grün mögen wir schon mal gar nicht. So, und den Rest ist Quatsch. Also, wir die Alten fangen an, die Revolution. Mal sehen, wo sie endet.